Hallo Leute, ich wollte euch heute in diesem Video Produkte zeigen, die ich während der Asienreise gekauft habe. Und bevor ich sie aufbrauche, wollte ich euch halt wie gesagt zeigen, weil es Produkte gibt, die echt interessant sind, die es hier, also soweit mir bekannt, nicht gibt. Und ja, ich sie mit euch teilen möchte. So. Ja, das sind die ganzen Sachen, die ist in dieser Kiste und ich greife einfach ganz schnell ganz random mäßig rein und zeige euch dann einfach die Produkte. Als erstes möchte ich euch diese Hose vorstellen. Das ist eine ganz einfache Legging. Die hat hier am Ende noch so eine Verlängerung für die Knöchel, würde ich das mal sagen. Und das ist halt ganz normale Legging, eine schwarze. Das Besondere an der Legging ist, dass sie innen gefüttert ist. Sehen wir das? Ja, ne? Seht ihr das? Und das im Winter in China, oh mein Gott, diese Legging hat echt mein Leben gerettet. Ich bin sowieso schon eine Frostbeule und friere immer. Und die Jeans sind ja nicht so dick und diese Legging, ich habe sie echt nur getragen. Ich habe die bei minus 10 Grad in Seoul angezogen und ich habe da echt kaum Kälte gespürt. Ich muss sagen, ich liebe diese Hose über alles. Das ist wirklich, ich liebe die einfach. Die ist echt super gut und die ist etwas, die ist halt dick, aber die macht, finde ich, die Beine nicht dick. Oder so, falls ihr das euch das fragt. Und ein Nachteil an der Hose ist, ist folgendes, sie hat hier oben, man sieht hier oben die Nähte, hinten und vorne. Und ja, das heißt, ich kann keine T-Shirts anziehen mit der Legging, weil sonst sieht man das und das sieht nicht so schön aus. Daher muss ich halt bei der Legging immer lange Oberteile anziehen. Ja, ich habe mir noch 5 Stück gekauft, 5 weitere als Vorrat. Aber ich habe gehört, dass sowas in Berlin auch gibt, und zwar auf türkischen Märkten. Hat mir eine Freundin erzählt und ja, ihr könnt ja das mal checken, wenn euch das interessiert. Magnete. Das ist Magnet hier. Ich habe mehrere davon. Und die sind einfach wunderschön. Also das sind Figuren aus der chinesischen, aus der Peking-Opera. Und ja, ich finde die echt super, super schön. Also bei mir ist ja, ich habe mir vorgenommen, jedes Mal, wenn ich in eine Stadt reise, immer Magnete als Andenken zu kaufen. Und ja. Das sind die Magnete, die ich gekauft habe. Also eigentlich habe ich die in Shanghai gekauft, habe sie aber auch später in Peking entdeckt. Richtig schön. Das ist wahrscheinlich ein Bösewicht, der hier. Und ein weißer Mann. Da fällt mir ein, ich habe voll vergessen, in Peking die Peking-Opera zu besuchen. Das wollten wir die ganze Zeit machen und das haben wir irgendwie aufgeschoben, weil immer irgendwas dazu kam, zwischenkam und ja, wir haben es voll vergessen, fällt mir gerade ein. Ja, schade. Schade, schade, schade. So, das waren die Magnete. Dann, das ist ja auch mein Lieblingsprodukt. Das ist so ein flaches Plasteding. Ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Das ist einfach nur dafür da, um die kleinen Härchen, wenn man sich zum Beispiel schminkt, Foundation drauf macht oder so, und hier vorne die gleichen kleinen Härchen aus dem Gesicht wegbekommen möchte, dann kann man es echt einfach nur mit dieser Ding hier lösen. Ihr haltet es einfach dran und schiebt es in die Haare rein. So.
Und dann sind die ganzen Härchen hier weg. Das ist, ich liebe das Ding wirklich. Das ist so perfekt. Auch für Leute, die einen Pony haben, so wie ich jetzt zum Beispiel. Und zu Hause mache ich mein Pony ja immer weg, weil das halt stört. Und ich benutze auch keine Klammer, weil die hinterlassen Druckstellen. Will ich ja auch nicht. Und deswegen benutze ich auch immer dieses Ding. Also, das verformt halt nicht die Haare und so. Das ist einfach wirklich perfekt. Und geht voll schnell. Und du merkst gar nicht, dass du hier drauf was hast. Ja. Ich habe das noch in lila. Wo ist das? Ich habe es noch in lila und in rosa und in rot. Da war ich in Japan. Und das sind, die nennen das Nail Protector. Ich weiß nicht, wann man das benutzen soll. Wirklich nicht. Weil wenn ich meine Nägel lackiere, ist es ja voll schlecht, wenn hier vorne so ein Schutz ist. Also ich komme ja dann gar nicht so ran. Und ich habe auch keine Lust, wenn ich gerade meine Nägel gemacht habe, das hier drauf zu machen, weil die Chance, dass ich auf den Nagellack treffe, ist voll groß, weil ich stecke hier meinen Finger hier durch. Sieht irgendwas. Ich stecke ja meinen Finger hier durch und das kann ganz schnell leicht daneben gehen. Und deswegen verstehe ich echt nicht, wann man das benutzt. Dann habe ich noch in Handcremes gekauft, ganz viel. Also das ist jetzt nur ein Beispiel. Und ihr seht die ganzen Verpackungen in. So überblendet, ne? Die Verpackungen in Asien für die Produkte sind echt super, super süß. Also alles ist irgendwie so voll süß gemacht und da hat man, keine Ahnung. Also manchmal kaufe ich auch Produkte auch nur, weil die so süß aussehen. Ja, jedenfalls wirklich süß ist. Inhaltsstoffe und so, frag mich da nicht. Ich habe da echt null Ahnung. Deswegen weiß ich nicht, ob das wirklich gut ist oder nicht. Ich benutze die einfach. Dann habe ich zum Beispiel ganz, 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 ganz viele Gesichtsmasken gekauft. Die sind voll in Korea. Überall, wo man hingeht, findet man Gesichtsmasken. Und das ist echt voll der Trend. Warte, ich muss mal was ich. Ich mache mal kurz das Licht an. Es ist voll. Blendet voll, ne? Ist jetzt besser. So. Und da gibt es alle möglichen Sorten. Wirklich. Ich zeige euch mal ganz kurz. Die hier sind von Tony Moly. Auch eine ganz bekannte Marke hier in Seoul, Korea. Also, das ist Red Wine. Lemon mit Zitrone. Was ist das hier? Tea Tree. Seaweed Sea-Algen. Avocado. Brokkoli. Tomaten. Ah, nee, dann nicht Tomaten. Sorry. Entschuldigung. Sieht jedenfalls so aus. Granatapfel. Ich bin seit 2 Monaten zurück und habe echt noch keines davon benutzt. Habe auch schon viele verschenkt, aber kam noch gar nicht dazu, welche zu benutzen. Ich habe mir echt viele gekauft. Und eins davon will ich jetzt live mit euch testen, weil ich habe sie auch noch nicht benutzt. Und zwar diese Maske von Beijing Opera. Und wenn ihr sie öffnet, dann sieht die Gesichtsmaske auch genauso aus. Und ja, es ist so eine Brightening Mask. Mask, ja, um hellere Haut zu bekommen. Das ist auch ungefähr, das wollen ja die meisten Asiaten. Die wollen eine hellere Haut haben. Ja, ich auch. Also, ich habe die jetzt aufgemacht. Und ah, es tropft. Ja, ein bisschen glitschig. Die Gesichtsmasken.
haben ungefähr durchschnittlich 1 Euro gekostet. Umgerechnet. Also finde ich schon teuer, muss ich sagen. Richtige? Ja. Oh, das riecht voll chemisch. Ich habe echt. Ah! An den Spiegel. Shit. Ich wollte euch jetzt mal demonstrieren, was für coole Masken es gibt. Sieht das nicht cool aus? Cool, oder? Geil. Geil. Okay, egal, ich lach drauf. Also wirklich, es sind jetzt nur Gesichtsmasken, die ich gerade hier aussortiere. Ach, es gibt auch noch Lippenmasken. Die habe ich auch noch nicht ausprobiert. So, dann gibt es noch was ganz, ganz Cooles. Die habe ich bei Muji gekauft. Okay, ich mache die Maske ab, weil irgendwie rutscht die und dann. Ja, weg. Also, dann mach ich weiter. Ich habe bei Muji dieses Travel Iron gekauft. Und es ist so praktisch, wirklich. Ich habe ja ein paar Oberteile, ein paar Blusen gehabt, die ich voll schön finde, aber halt, wenn sie so geknickt sind, mag ich sie nicht umziehen und anziehen. Und in Peking hatte ich halt, wir hatten halt im Haus kein Bügeleisen und deswegen habe ich mir halt so einen kleinen Bügeleisen gekauft, der auch für den Urlaub geeignet ist. Den kann man auch abbauen, also der ist jetzt nicht so groß. Muji gibt es in Berlin ja zweimal, da seht ihr. Einmal am Herrischen Markt und einmal am Potsdamer Platz in diesem Einkaufscenter. Und da seht ihr, wie flach das ist, wie klein das ist. Ist auch nicht so schwer. Und ist echt super praktisch. Der kostet umgerechnet 30 Euro. Ein Stimmband? Haarband? Keine Ahnung. Auf jeden Fall schön, das ist mal Stimmband. Habe ich in Seoul gekauft. Und finde ich super, super niedlich für, ich glaube, umgerechnet auch nur knapp 1 Euro. Ich finde solche süßen Haarbänder nicht in Deutschland, muss ich sagen. Also, so wie gesagt, solche süßen Sachen findet man echt nur in Asien irgendwie. Ja, ist jetzt nicht so was, aber süß, oder? Ja. Ja, halt benutze ich halt, wenn ich zum Beispiel das Gesicht am Arm wasche. Wenn ich mein Gesicht irgendwie ab runternehme und ja. Dann habe ich hier als nächstes so solche Luggage Tags. Gehen wir raus für euch. Kennt ihr wahrscheinlich? Das sind quasi Tags halt für die Koffer, wo man halt hier hinten seinen Namen und Adresse draufschreiben kann und ja, somit seinen Koffer leichter findet, wenn man den macht oder falls der Koffer verloren geht, dass man den zuordnen kann. Ja, und also hier ist Hello Kitty, hier zum Beispiel ein Panda. Oder hier sind Minions. Ich habe den Film noch nicht geschaut. Oder der hier. Ich kenne ihn auch. Das ist. Glaub mir, ich bin so schlecht im Namen merken. Und generell, wenn ich mir Filme gucke, ich vergesse die voll schnell. Also ich vergesse den Inhalt voll schnell. Ist voll schlimm. Ich weiß, das ist so ein. Den habe ich schon, als ich Kind war, geguckt. Hat auf der Hawaii-Insel war doch so, war der hier und dann, was hat Hawaii zu tun? Also in den Filmen war der und auf der Hawaii-Insel, glaube ich, war das.
Ich hoffe, ich blamier mich gerade nicht. Dann. Ja, so noch mehr Text, nochmal Hello Kitty. Und was war ich als nächstes? Ah, dieses Ding, das ist super cool. Und zwar gibt es ja Frauen, die haben Härchen an bestimmten Stellen im Gesicht, wie zum Beispiel halt über der Oberlippe oder es gibt manche, habe ich gesehen, die haben so Wangenhaare, so ganz kleine, feine Wangenhaare. Und wenn die aber blond sind, dann ist es nicht schlimm, dann fällt es nicht so auf. Aber wenn die zum Beispiel halt schwarze Haare, dunklere Haare haben, dann sieht man die schon. Das ist so diese Bärtchen an den Wangen oder halt über der Oberlippe. Und sieht halt nicht so schön aus, deswegen gibt es dann dieses Gerät. Dieses Ding hier, das ist kaputt gegangen bei mir leider. Während der Reise. Und jedenfalls ist es so, natürlich kann man eine andere Methode wäre natürlich das Wachsen. Oder halt das hier. Gesichtshaar entfernen, würde ich mal sagen. Und das sieht so aus. Und es funktioniert so, dass man es einfach an die Stelle tut und dann so reibt so. Ich habe es nur einmal getestet, es hat so weh getan. So und so. Ja, damit kann man die Haare wegkriegen.